Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ne, ich geh da einfach nicht hin. Gut ist. Okay, da ist der also. Okay. Gut. Dann. Examination Room. Bin ich denn jetzt? Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Großartig. The Archaic would never ask that employees work longer than the recommended 8-hour shift, but understands that enthusiasm for their work and dedication to the team may often motivate them to do so. Wieso habe ich keine Untertitel? Thank you for not letting us down. Ich glaube, ich komme jetzt zum Kennel, oder? Okay. Kennel. Was können wir da machen? Oh nein, Hunde. Bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Ich hasse Hunde. In diesem Spiel. Nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit liebe ich Hunde. Dark, isn't it? Echo! Kinda empty. Now this is what it's like to be me, buried deep within the cavernous expanse you call a mind. You see, this is what puts me in such a bad mood. We spend all this time messing about with door codes, levers, human appendages, and it turns out, at the blink of an eye, I can just block it all out. Whoosh! Gone. Just you and me on some kind of messed up holiday. You think I can conjure up some margaritas? No? Shall we get the hell out of here then? Well, it's hardly better, but it is more interesting. Just. Was ist hier geschehen? Das ist eine echt gute Frage. Meine Taschenlampe geht den Satz sagen. Ich sollte wahrscheinlich. Ah. Jetzt habe ich diese. Okay. Was haben wir hier hinten? Komm, setz mal neue Batterien ein. Okay. Ich glaube nicht, dass ich jetzt dort hineingehen sollte. Okay. Für alle Fälle notiert. Alles klar. Ich muss die Schlüsselkarte finden, damit ich in den Forschungsraum zu Amabel kann. Ich muss den dunklen Korridor im Hundezwinger irgendwie erleuchten. Okay. Irgendwie erleuchten. Da sind auch diese Löcher. Aber hier ist es erleuchtet. Das
deswegen wird es wahrscheinlich da nicht rauskommen. Ein Speicherpunkt. Soweit, so gut. Da hinten war nichts. Was haben wir hier? Fürchterlich. Die armen Hunde. Was haben wir hier mit denen gemacht? Gib ihm! Alter. Alter Vater. Ich stelle mich mal, setz mich mal gerade hier rein. Okay, das ist LOL. So. So, dann würde ich sagen, wir gehen aber gerade mal da hinten zu dem Speicherpunkt hin. Dieser Gang ist ja ausgeleuchtet, das heißt, diese Viecher kommen hier wahrscheinlich nicht raus. Okay. Alles klar. Wir speichern erstmal, bevor wir hier irgendwas Unüberlegtes machen. Aber erstmal lesen wir eine Runde. So. Effizienzbeurteilung abgeordnet von Elof Carpenter. Höhere Kaste. Betreff Wilbur Frisk, Chefaufseher, Shelter-Forschungsstation Grönland. Bericht geschrieben von Garrett Quinn. 20. Februar 2000. Heute beginnt meine Beurteilung von Frisk. Ich habe als sein persönlicher Assistent Quartier bezogen und mein Bericht wird einen Zeitraum von 6 Monaten abdecken. Seit seiner Übernahme der Einrichtung von Brent Stepherson im Jahr 1980 hat Frisk herzlich wenig Resultate vorzuweisen und ich beabsichtige, die Gründe dafür zu ermitteln. März 2000. Nach 2-wöchiger Beobachtung von Frisk scheint es so, als ob meine frühen Annahmen ziemlich unkorrekt waren. Er legt Leidenschaft, Effizienz und vor allem Hingabe für unsere Sache an den Tag. Diese Qualitäten hat er bei seiner kürzlichen Entdeckung des sogenannten Turnguide-Grabes beim primären Ausgrabungsort gekonnt unter Beweis gestellt. Selbstverständlich hat er umfassende Untersuchungen angeordnet. 28. April 2000. Die Öffnung des Grabes hat zu einer kleineren Epidemie geführt. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, Frisks Fähigkeiten zum Umgang mit hochprekären Szenarien genau zu beobachten. 24. Mai 2000. Die Epidemie ist außer Kontrolle geraten. Es hat viele Opfer gegeben und es ist schwer, Wilbur nicht als den Hauptschuldigen hervorzuheben. Frisk hat völlig die Kontrolle verloren. Während einige Überlebende geflohen sind und andere sich in der Kantine verbarrikadiert haben, hat sich Frisk dazu entschieden, sich mit den verbleibenden Hunden als Schutz im Hundezwinger einzuschließen. Ich hatte keine andere Wahl, als ihn zum Abschluss meines Berichts hierher zu folgern. September. Ich habe das Gespür für die Zeit verloren, aber Frisk scheint sich fast wohl zu fühlen. Er steht den Hunden mittlerweile sehr nah und er bricht jeden Tag in die Hauptbasis auf, um nach Futter für die Tiere zu stöbern, das er dann an sie verfüttert, obwohl einige von ihnen infiziert sind. Frisk zeigt einige merkwürdige Symptome. Er wird langsam lichtempfindlich. Schon geringste Lichtquellen schlagen ihn in die Flucht. Außerdem hat er einige fast tierische Anwandlungen. Er hat einige der Wände untergraben und versteckt sich hinter ihnen. Darüber hinaus verdächtige ich ihn, während der Nacht aus der Einrichtung zu schleichen. Womöglich sogar in die Minen. Einige der Hunde sind gestorben. Eintrag Nummer 8. Ich habe Frisk nun schon einige Zeit beobachtet und ich glaube, dass ich meinen Bericht nun abschließen kann. Frisk ist äußerst effizient, obwohl ich seine Entscheidungsfähigkeit in Frage stellen muss. Trotz zahlreicher verbleibender Rationen hat er vermutlich damit begonnen, die Hunde zu essen. Eintrag Nummer 9. Als ich diesen Morgen aufwachte, lag
auf dem Boden neben mir eine Leiche. Ich schaltete die Taschenlampe an. Aus Angst. Frisk könnte etwas zugestoßen sein oder er hätte sich umgebracht. Dabei sah ich im Augenwinkel, wie Frisk zurück in die Schatten floh. Der tote Mann war Dr. Roberts, ein Wissenschaftler, den ich mit Sicherheit bei den ersten Anzeichen der Epidemie in die Minen hatte fliehen sehen. Er hatte seitlich am Körper Bissspuren und war wohl eine längere Strecke den Boden entlang geschliffen worden. Außerdem fehlte seine Zunge. Ich werde Frisk unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen weiter beobachten. Ihm fehlte die Zunge. Wir kannten doch einen Typen aus den alten Minen, der seine Zunge irgendwie, ja, abgeschnitten hatte. Aber ich weiß nicht, ob das dieser oder ob das irgendeinen Bezug hat. Keine Ahnung. So. Diese Klinge. Sie übernehmen mich. Sie brauchen mich. Sie rufen mich herbei. Okay. Okay. Jetzt ist es hier dunkel in dem Gang. Ja, es hört sich an, als ob jemand in den Wänden herumkriechen würde. Okay, dann schalten wir nochmal an. So. Ich habe die Vermutung, wenn ich das hier umschalte, dann, ja. Gehen hier hinten dafür die Lampen an. Habe ich so ein Gefühl. So. Ich habe aber eine Idee, wie wir dem Ganzen ein Ende machen können. So. Wir haben nämlich hier so wunderschöne, fette Stahlkisten. So. Und die stellen wir jetzt nämlich einfach mal vor die Löcher und gucken mal, was passiert. So. So, jawohl. Würde ich sagen, wir schalten mal um. Hahaha. So läuft das also. So läuft der Hase hier. Wo ging's denn hier eigentlich nochmal hin? Hier ging's nur raus, oder? Ja, ach ja, genau. Ich bin leicht vergesslich. Oh, bleeding corpses! You lot must be programmed to just search out danger and throw yourselves head first at it. I'm starting to become seriously desensitized here. Okay. Ein Speicherpunkt. Das heißt, hier hat sich etwas getan. Oh nein. Okay. Wir müssen also den richtigen Zeitpunkt abwarten. Oh oh.
Ich glaube, das ist nicht gut. Ja. Es ist nicht gut. So. So, jetzt geht die hier an. 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 So. Okay. Machen wir hier einfach mal zu. Oh, was haben wir hier? Keycards. I hate keycards. Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I want to know. Ja, das ist nur aus den guten alten Padlocks geworden. Ich finde den Typ manchmal doch ganz cool. So, okay. Also wir haben eine Keycard. Sein Körper ist voller Bissspuren und Kratzer. So. Also, hier hatten wir einen Speicherpunkt, ne? Ist egal, aber ich möchte ganz gerne... Okay. So. So. Jawohl. So wird's gemacht, Leute. So, dann speichern wir hier an der Stelle mal. Und in der nächsten Folge, würde ich sagen, besuchen wir mal Amabel Swanson. Ich bin echt gespannt, ob die wirklich noch lebt. Obwohl, doch. Eigentlich schon. Ich meine, sie redet ja mit uns. Deswegen denke ich, sie lebt noch. Naja, wir gucken mal. Ich bedanke mich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Und ja, ich bin echt gespannt, wie viele Folgen das Spiel noch hergibt. Wir sind jetzt in Folge 14. 14? Ja, müsste 14 sein. Wenn ich so schneide, wie ich denke und wie ich es geplant habe. Ja, also dann. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das Ende vor allen Dingen ist von dem Spiel. Ich meine, rein theoretisch müsste die Geschichte ja abgeschlossen werden in diesem Tag. Obwohl, ist Requiem? Requiem wird es ausgesprochen. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie es ausgesprochen wird. Penumbra Requiem. 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 Glaube ich, so irgendwie. Requiem. Ich sage jetzt einfach Requiem. Ich weiß nicht, ob Penumbra Requiem eine Story Add-on ist, also ob das die Story vollständigt oder ob das nur ein Fun Add-on ist. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ich bin sehr auf das Ende dieser Penumbra Trilogie gespannt. Oder ich weiß es ja noch nicht, ob es Trilogie ist. Weil eine Trilogie verstehe ich nicht immer drei Teile, sondern halt drei Story-Teile. Und ich weiß ja noch nicht, ob Requiem ein Story-Add-on ist. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen und ja. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Penumbra Black Plague. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.